wenn die Moral verfällt und gute Menschen tatenlos zusehen, gedeiht das Böse. Die Gesellschaft, die nicht bereit ist, aus der Vergangenheit zu lernen, ist dem Untergang geweiht. Wir dürfen niemals unsere Geschichte vergessen. Wir dürfen niemals schutzlos sein. Edgar, du wirst eines Tages der mächtigste Mann des Landes sein. Nach meiner Überzeugung muss ein Mann, der dieser Behörde angehört, sich allzeit so verhalten, dass selbst die geringste Möglichkeit der Kritik an seinem Verhalten ausgeschlossen ist. Mr. Tolson, ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Ich möchte, dass Sie mein Stellvertreter werden. Verstehen Sie, ich brauche Sie. Stellen Sie sich vor, wir könnten jeden Bürger des Landes zweifelsfrei identifizieren, anhand des Musters auf seinem Finger. Stellen Sie sich vor, wie schnell wir Menschen finden, die ein Verbrechen begangen haben. Erinnern Sie sich an die Akte, die wir über seine Frau angelegt haben? Mrs. Roosevelt. Machen Sie mir bitte eine Kopie davon. Ist das legal? Manchmal muss man die Gesetze etwas beugen, um die Sicherheit im Land zu gewährleisten. Bitte lassen Sie die Abschriften hier bei mir. Sagen Sie sie ruhig auch Ihrem Bruder, Mr. Kennedy. Sagen Sie ihm, ich habe selbst ein Exemplar. Der Präsident hat Angst. Bewunderung kann die Lücke nicht füllen, die für die Liebe vorgesehen ist. Wir sind alle Sünder, Edgar. Wir haben Gesetzlosigkeit im Land geduldet, bis sie teuflische Ausmaße annahm. Das Blut klebt an deinen Händen, Edgar. Worin genau bestehen Ihre Qualifikationen für Ihren Posten als Leiter dieser Behörde? Meine Qualifikationen, Sir? Ich weiß nicht, wem ich noch vertrauen kann. Ich durchschaue dich! Du bist ein verängstigter, herzloser, widerlicher kleiner Mann! Weg nicht dahin wie ein Blümchen. Sei stark. Ja, Mutter. Diese Generation muss unterscheiden können zwischen einem Schurken und einem Helden. Selbstbedeutende Männer können korrupt sein.